Und wir eröffnen das mit einem kleinen Auftritt von Maschek. Die werden heute Abend um 18 Uhr hier ihre ganze Show spielen, da unten auf der Treppe. Bekannt aus Willkommen Österreich, Stammgäste bei Stermann und Grissemann, außerdem im Rabenhof mit einem wunderbaren Stück mit dem Wiener Praterkasperl, politisches Kabarett. Und jetzt gibt es einen kleinen Ausschnitt zu sehen und der dreht sich so ein bisschen auch um Öffentlichkeitsarbeit, Burgtheater und mehr wird nicht verraten. Lieber Peter Hörmannseder und Robert Stachel, enter the stage. Maschek. Vielen Dank. Danke sehr. Mahlzeit. Am besten auf die Ja. Leinwand blicken. Ha, eine der Leinwände. Wir sind gar nicht so interessant. Ja, ihr sitzt hier rum. Ihr sitzt hier rum auf Kosten des Steuerzahlers und macht hier Gelaber übers Theater, statt selber mal Theater zu machen. Macht das doch mal besser. Macht das doch mal besser, anstatt uns hier zu kritisieren. Ja, ich mache alles selbst. Selbstanzeige selbst gemacht. Ja, Selbstliebe, alles muss ich selber machen. Ihr labert hier rum und die Österreicher, die gucken auf mich mit ihren traurigen Augen. Gucken sie mich an von hinten. Ich weiß genau, dass ihr hier guckt. Ja, ihr macht euch hier wichtig. Ja, die wichtige Frage, was sagt eigentlich Niki Lauda zu diesem Thema? Da muss man ja analysieren, ne? Womit haben wir es da zu tun? Ne? Mit einem Selbstdarsteller, wenn er von sich überzeugt ist, ja? Da gibt es jetzt zwei Optionen. Ja? Entweder man verjagt ihn des Landes, ja? Oder man nutzt diese Human Resource. Ja? Und gerade in einem Land wie Österreich, wo die politische Elite derart am Ende ist, ja? Also ich würde diese politische Resource durchaus nutzen, wenn Sie mich fragen. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen, die österreichische Elite, den Bundeskanzler und den Vizekanzler. Bin ich. Bundeskanzler Ja. Werner Faymann ohne akademischen Titel und Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, beide erfolgreich für Österreich. Das muss ich sagen, weil ich Grüß bekomme Gott. dafür bezahlt. Bitte kommen Sie kurz auf und Grüß Gott, sprechen Sie danke, dass Sie selbst. mich vorgestellt haben, mein Ja. Kind. Mich ja hier nicht. Ja, wir haben eine gute Performance gemacht bei uns in Österreich. Und wir haben eine Badbank gekauft für 17 Milliarden Euro. Die Hypobank, ich frage mich, warum diese Badbank so teuer war. Die Badbank, die meine Frau gekauft hat, war wesentlich billiger. Die hat nur 700, 800 € gekostet. Die Leute sagen, wir machen das nicht so cool. Ich sage, nein, wir sind nicht nur uncool, wir sind auch unwissend und unfähig. Was sagen Sie dazu, Herr Vizekanzler? Was ist Ihre Meinung? Vizekanzler, da bin wahrscheinlich ich gemeint, ja? Ich sehe mich aber viel mehr natürlich als der Schattenkanzler. Wir haben gearbeitet und zwar erfolgreich, Punkt, für Österreich, Punkt, aber die Leute merken das nicht und wir haben zwar einen Schuldenberg, aber den graben wir ab, weil Geld spielt jetzt keine Rolle, wir müssen uns besser verkaufen und ich gebe das ganze Geld einem Menschen, nämlich Ihnen, Herr Hartmann, zeigen Sie uns, wie wir uns besser verkaufen können, bitte jetzt. Da kommen Sie wieder angekrochen, die Österreicher. Das können Sie wieder nicht selbst. Sie vermarkten. Da brauchen Sie wieder den Deutschen, den Hartmann. Da komme ich her und ich sage jetzt, wenn man selbst vermarkten macht. Guck mal zu, du Vizekanzler und du Bundeskanzler. So geht das. So vermarktet man sich. Da geht man hinein in sein Haus und dann sagt man, super, super schön, super nett ist das hier. Super Teppich, super Lampen. Ja, super schön, super große Halle, super Marmor, super Parketten hier, super nett, super sauber. Oh, super Ölbild vom Krisch, super nett. Super fein, oh super Gardinen, super Auslegeware, super Ölbild von der Frau hier, schön, super Glätzchen am Hinterkopf, super dunkel ist das hier in dem Raum, super Umbau, super hässlich, was steht hier für ein Wagen rum? Super hässlicher Wagen, super, ich gehe mal runter ins Theater, super, das ist keine Sau hier, super schön, super Samt, super, was steht hier? Fäuler Cestfini. Ah ja, super dumm gelaufen. Super Abgang mit super vollen Taschen. Super Hartmann. Super geil. Vielen Danke. Dank. Bis heute Abend. Vielen Dank. Ja, danke Maschek. Jetzt bauen wir schnell um und dann bitten wir unsere wunderbaren Gäste auf die Bühne. Und zwar Linnea Riensberg, André Bücker und Christian Diaz. Ja, könnten wir schon mal folgen, glaube ich.
ganz auf dem weißen Linie. Ja. Ach, dann gehst du. Wunderbar. Passt. Exzellent. Sollen wir tauschen? So, ja. Genau. Optimal. So. Panel 2. Ja, wir hatten angekündigt, Helden des öffentlichen Auftritts, theatraler Aktivismus in der digitalen Öffentlichkeit. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir drei Gäste hier haben, die tatsächlich über Aktionen berichten können und über ihre Folgen, die, ich sag mal, ziemlich einzig in der Aktionslandschaft stehen. Ja, das ist einmal Christian Diaz, Linnea Reinsberg und André Bücke, die vom, sag ich mal, von der kleinen Zelle zur NGO, zur Institution, drei völlig verschiedene Strukturen vertreten hier. Wir wollen sprechen über die Aktion selbst, also mal analysieren, wie funktioniert diese Aktion nennen, die wir gleich vorstellen werden. Und dann natürlich darüber, wie funktioniert das in einer jeweils unterschiedlichen Struktur, welche Folgen hat das und welche Risiken birgt das. Wir starten mal mit Christian und zeigen zuallererst das berühmte Video vom Auftritt im Burgtheater. Bitte schön, Stefan. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrtes Ensemble, sehr geehrte Theaterdirektion, herzlich willkommen in der Utopie Theater. Mein Name ist Christian Diaz, ja? Ich bin Militär in diesem Theater, ja? Und ich bin begeistert von diesem Kongress. Super, das höre ich gerne. Genau. Ja? Und, da bis jetzt über die Arbeit vor der Bühne noch überhaupt nicht gesprochen würde, ja? Wurde ich Sie bitten, ja? Alle Anwesenden mir 5 Minuten zuzuhören für eine kleine Rede. Das kann ich jetzt nicht. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich würde das gerne tun. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil mit unseren ganzen Rochaden ich eh schon weiß, dass wir heute mit unserer Endzeit ein Problem kriegen. Ich würde Sie aber bitten, wir haben ja im Anschluss an die Veranstaltung heute hier auf der Bühne eine Diskussion im Theatermuseum. Kommen Sie dahin, da gibt es ein Podium, da gibt es Zuschauer, da gibt es Theatermacher und dort können Sie es verlesen. Nur hier heute geht es leider nicht. Und das ist der Arbeitgeber, mein Arbeitgeber ist nicht das Burgtheater, sondern der weltgrößte Security-Dienstleister der Welt, der in eine Vielzahl von Kritiken, Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des internationalen Rechts verwickelt ist. Ich setze hiermit meinen Arbeitsplatz aufs Spiel, denn ich habe eine große Begeisterung für das Medium Theater. Ich merke aber, dass diese Themen hier überhaupt nicht thematisiert werden. Und es tut mir in der Seele weh, dass das Medium Theater vielerlei Hinsicht mit globalen multinationalen Unternehmen zusammenarbeitet und das für mich immer gilt. Gut, okay. Ich erkenne das an, ich weiß auch, dass das ein Problem ist. Ich finde es auch ganz schlimm, dass natürlich Dienstleistungen outgesourced werden, wie man es heute so schön neudeutsch nennt. Ich weiß, dass das bei verschiedenen Abteilungen der Fall ist, bei den Vigiteuren, ich glaube auch bei den Reinigungskräften. Das sind natürlich, das ist das Furchtbare, man muss es sagen, ökonomische Zwänge, aber das werden wir heute hier nicht diskutieren. Wir haben, das schaffen wir mal. Sie müssen mich jetzt die Bücher runterschicken, weil hier wird der Begriff Heterotopie von dem französischen Philosophen Foucault verwendet. Wir warten auf Michael Mertens, auch für Achim Meyerhoff. Dass Sie diesen Begriff in den Mund nehmen und nicht thematisieren, dass im eigenen Haus unsolidarische, ungerechte Arbeitsverhältnisse herrschen, die nicht thematisieren. Das ist undemokratisch, was Sie hier machen. Überhaupt nicht. Die Leute sind gekommen, um zu sagen, die Schauspieler zu sehen und die Vortragenden zu sehen. Ich nehme ihre Probleme sehr ernst. Wir werden die ganze Zeit Schauspieler thematisieren. Ich biete Ihnen ein, was vor der Bühne stattfindet. Ich biete Ihnen ein Forum an, aber zu sagen, Sie versuchen nicht zu überschreiten. Das
finde ich nicht in Ordnung. Aber ich wusste die Sachen nicht. Ja, ich habe ihn ja auch runter, gesagt. Okay. Hier drunter, prima. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gut, zum einen haben Sie vorher gesagt, Sie finden den Kongress prima. Zum anderen haben Sie gesagt, der Begriff Heterotopie wird hier falsch verwendet. Das glaube ich nicht ganz. Wir werden nachher von René Polesch und Martin Wuttke, die immer noch in der Luft sind, auch dazu ein Statement hören. Ändert doch nicht von der Tatsache, dass es hier kommt. Ich bitte um ein bisschen Respekt für die Leute, die jetzt auf die Bühne kommen. Ein bisschen Leben ist auch nicht schlecht. Absolut, ich bin total dafür. Ja, ja. Also jetzt kommt Leben, wenn ich in meiner Terminologie rede, in die Bude, also in dieses Theater. Es kommen vier tolle Schauspieler und Peter Kümmel auf die Bühne. Wir haben die bequeme Fauteuils hingeräumt, damit sie richtig sich versenken in ihre Träume, weil es geht um die Albträume des Theaters. Ja. Es geht um die Albträume des Theaters. Das ist natürlich ein interessantes Schlussstatement, da wollte ich gerne anschließen. Einmal, Esther Slevogt hier vorne hat ein bisschen gelächelt, als sie das gesehen hat. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir das Privileg hatten, gemeinsam an diesem Tag im Bordtheater live zu sein und diesen Auftritt sozusagen live erleben zu können. Und was wir hier sehen, weist uns schon ein bisschen hin gleich auf unser Gespräch mit Christian. Das ist das YouTube-Video, das gedreht wurde während der Aktion, ist inzwischen über 20.000 Mal angeklickt worden und natürlich auch ein Teil dieser Aktion gewesen. Wer es nicht weiß, in diesem Video sehen Sie eine zweite Hauptdarstellerin, das ist Karin Bergmann, die jetzige Interimsintendantin des Burgtheaters. Das heißt, das hat geradezu shakespearsche Dimensionen. Die neue Königin tritt noch unwissend im ersten Akt auf dieses Dramas, denn man könnte sagen, es war auch eins der ersten Vorbeben zu der weiteren Entwicklung, die in Wien stattgefunden hat, die heute nicht unser Thema sein wird. Christian, zwei Worte zu dir. Christian Diaz studierte Bildende Kunst in Wien und Berlin und ist Teil der Gruppe Unkoordinierte Bewegung. Anfang 2013 begann er eine Recherche über seine Nebenjobtätigkeit als Bieteur am Wiener Burgtheater. Aus ihr resultierte unter anderem die Protestrede des Bieteurs auf dem Jubiläumskongress des Burgtheaters. Burgtheaters im Oktober 2013. Zusammen mit Unkoordinierte Bewegung war er im April zum Radikal Jung Theaterfestival in München eingeladen, wo die Recherche unter anderen Vorzeichen fortgeführt wurde. Und jetzt ganz aktuell, ab 10. Mai 2014, ist in der Ausstellung Kongress der Artikulation im Kunstraum Kreuzberg, also Kunsthaus Bethanien, ein Teil des entstandenen Archivs versammelt. Also Kunsthaus Bethanien. Ab 9. Mai. Aber jetzt zur Aktion selbst. Willkommen Christian. Kannst du uns zuerst ein bisschen berichten über, wie diese Aktion geplant, vorbereitet, durchgeführt wurde, was da alles dranhing, zusammenhing, wie spontan es war? Berichte uns. Bitte. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Ich versuche mal so kurz zusammenzufassen. Im Endeffekt ist es so, dass so eine komische Mehrfachrealität ist eigentlich. Also die Medienreflexion ist sozusagen der Billeteur am Wiener Burgtheater. Im Vornherein habe ich ja 2 Jahre da gearbeitet und ich habe halt sozusagen diese Zeit, die ich eigentlich habe, als eben auch privilegierter Mensch, der Kunst studieren darf, nicht benutzt, um in diesem hermetischen Raum der bildenden Kunst zu bleiben, sondern ich habe eine Recherche angefangen über das, was eigentlich sozusagen der Nicht-Kunst ist, nämlich der Nebenjob, die hybriden Identitätswelten und Repräsentationswelten, in denen viele von uns, glaube ich, auch drin sind, dass man eben nicht das ist, was man öffentlich zu sein behauptet, eben diese vielschichtigen Geschichten. Und dann bin ich da von so einer kleinen Recherchereise wiedergekommen, wo mir der Media Director dieses weltgrößten Sicherheitsdienstleisters da in London dann erzählt hatte, ja, und übrigens auch in Österreich machen wir da jetzt nämlich auch was. Wir übernehmen da ein Abschiebegefängnis und war sehr stolz und ich saß ihm so gegenüber und dachte so, oh, krass. Und dann bin ich halt irgendwie zurückgekommen und zwar 3 Tage vor diesem Kongress. Da habe ich gedacht, okay, das geht jetzt irgendwie nicht. Und dann habe ich mich zusammen mit Freunden dann halt ziemlich kurzfristig entschieden, da was zu machen. Ich frage nochmal präzise nach zu der
noch genaueren Durchführung. Das heißt, im Publikum war jemand, der gefilmt hat. Das war auch geplant, sozusagen. Ja, also das kam nicht nachher zufällig zueinander. Waren noch mehr Dinge geplant, auch was mit dem Video danach geschehen würde, wie ihr dokumentieren wolltet? Oder bis wohin war die Aktion sozusagen gedacht, als du auf die Bühne gestiegen bist? Also eigentlich war es viel total ungeplant. Irgendwie wollten wir einfach nur, also ich hatte ein Bedürfnis, da auch was zu sagen. Es war dann irgendwann nur noch einfach eine Mutprobe. Und dann, was dann im Nachhinein passiert ist, war eigentlich total unkontrollierbar. Also ich war sehr auch, oder wir waren sehr überrascht darüber, was für eine Reaktion das hervorgerufen hat. Also kurz nach der Aktion, da saßen wir noch in der Kantine, der Matthias Hartmann ist da auf mich zu und wollte mich da in der Kantine so entblößen, war sehr, sehr sauer und ich habe gedacht, das ist auch die Kolleginnen von mir, die waren auch ein bisschen verärgert, andere wiederum waren dann total glücklich und fröhlich, aber es war alles total ungeplant. Also. Und wie hast du die unmittelbaren Reaktionen wahrgenommen? Es kam ja zwei Tage danach eine erste Pressemeldung des Burgtheaters raus, die quasi das Outsourcing in Kontext gestellt hat, also ähnlicher Vorgang wie bei H&M oder bei Shell, also das ist ein völlig normalen Zustand. Ja. Aber dann hat sich ja sozusagen mit der Beschleunigung und Drehung dieses Vorgangs auch die Haltung geändert. Wie hast du das wahrgenommen, quasi in den ersten zwei Wochen nach der Aktion? Ja, es hat sich so geändert die ganze Zeit. Es war wie eine Achterbahnfahrt eigentlich. Also weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann man in den Medien ja verfolgen. Also das ist erst sozusagen diese Skepsis von der Theaterleitung und das ist auch witzigerweise erst über Deutschland passiert ist. Also die Berliner Zeitung hat berichtet, dann glaube ich der Freitag und dann kam das halt irgendwie so nach Österreich. Dann hat eben Nachtkritik auch ganz schlau eben diese Rede, die ich ja nicht halten konnte, online gestellt und dahinter dieses erste Pressestatement, was sehr zynisch, also oder ja, grenzwertig war. Und dann kam halt dieser riesige Shitstorm und es hat sich immer mehr verbreitet und ist auf Facebook explodiert und so weiter. Ja, große Unberechenbarkeit war da halt mit im Spiel, so auf jeden Fall. Du hast eher so einen Stein ins Wasser geworfen und dann geschaut, wie sich die Ringe so entwickeln. Ja. Aber ich finde, wer das nochmal nachlesen möchte auf Nachkritik, ist eine wunderbare Chronologie der Ereignisse, die ja natürlich extrem gut nachvollziehen lässt, wie viral ja, sich da ein Steinchen aufs andere aufbaut. Und in dem Sinne zur Viralität würde ich gleich überleiten zu Linnea Riensberg. Linnea ist seit Ende 2013 die Projektleiterin von Publicsphere.de, seine unabhängige und parteipolitisch neutrale Non-Profit-Informations- und Diskussionsplattform. Da kannst du dann sicher beim Kaffee draußen mehr zu erzählen. Während ihres Studiums der Journalistik und Philosophie hat Linnea politische Beteiligungs- und Medienprojekte für Jugendliche entwickelt und moderiert Beiträge für Rundfunk und Presse. Nach der Uni hat sie in Brüssel für einen italienischen Abgeordneten im Europäischen Parlament gegen das Anti-Piraterie-Abkommen ACTA und für eine Reform der Urheberinnenrechtslinie gekämpft und sich später in Berlin im Büro des Digitale Gesellschaft e.V. für Menschenrechte im Internet eingesetzt. Linnea, die Aktion, an der du beteiligt warst, trug die Überschrift Yes, we scan. Ja. Im Mittelpunkt steht der Checkpoint Charlie, der Obama-Besuch des letzten Jahres. Und ich sag mal, eine Aktion, die mit theatralen Mitteln arbeitet. Und wir wollen vielleicht einen kurzen Eindruck nochmal geben per Bild und dann sehr spezifisch anhand weiterer Bilder über die Aktion sprechen. Genau, Film ab. Es geht um das geplante Freihandelsabkommen zwischen USA und EU oder um den PRISM-Abhörskandal. US-Geheimdienste sammeln seit Jahren Daten von Internetnutzern weltweit. PRISM ist nicht von ihm ins Leben gerufen worden, das war noch Herr Bush, aber er hat es weitergeführt. Die Bühne am Brandenburger Tor ist mittlerweile fertig und die Sicherheitskontrollen sind angelaufen. So, und jetzt den zweiten, der das nochmal aus ein paar anderen Perspektiven zeigt. Darüber hinaus wissen wir seit einigen Tagen, dass zumindest die Vermutung stört das Internet so, wie wir es kennen. Und so können wir... Entschuldigung,
unterstützen ihn dabei, dass wir jetzt alle gerade gut dabei sind, dank der Medien erst recht. Und wir scannen fleißig mit. Wir freuen uns, dass er da ist und wir hoffen, dass wir auch ein bisschen was von ihm haben. Yes, we scan. Yes, we scan. Yes, we scan. Okay, danke, Falk. So, bevor wir uns dann so in ein paar Bilder der Aktion vertiefen, Linnea, vielleicht magst du kurz berichten, Vorbereitung, Team, Idee, wie kamst du der Aktion selbst? Ja, das Ganze war am 18. Juni letzten Jahres, schon Ewigkeiten her. Ich musste mich auch erstmal wieder so ein bisschen reinbegeben. Vorbedingung war, dass wir eigentlich von der digitalen Gesellschaft ganz viel zum Thema Datenschutz versucht haben zu machen und Öffentlichkeit herzustellen und immer daran gescheitert sind, weil das alles viel zu weit weg war. Datenschutzreformen in Brüssel hat irgendwie keinen interessiert. Wir haben versucht, mit nackten Menschen zu arbeiten und alles Mögliche und nichts kam dabei rüber. Und es hat niemand interessiert. Ja, Nacktheit, da wird gelacht, ist klar. Mhm. Ja, genau, eigentlich wie im Theater und das ja. Postkartenaktion, alles Mögliche. Es kam nicht mal die Aufreger mehr. Aber dann haben wir dann... Also ich weiß noch, wie es war. Ich hatte eine Veranstaltung, wo wir gerade Datenschutz erklären mussten und dann kam das raus. Das, was die NSA macht und was PRISM ist und plötzlich diese ganzen Begrifflichkeiten. Und das war Anfang Juni und alle waren so ein bisschen in der Schockstarre. Und dann hieß es aber, Obama kommt, beziehungsweise das war immer schon klar. Hatten vorher schon mal überlegt, ob man da irgendwie was machen kann, aber... irgendwie wuchs das dann so, das müssen wir irgendwie öffentlich machen. Und es gibt oder gab ja immer schon viele Demonstrationen, auch von der Netzaktiven, also Freiheit statt Angst und sowas. Und da hatten wir irgendwie immer Angst, wie kriegen wir das hin, dass wir so viele Leute auf die Straße bekommen, dass das nicht mickrig wirkt, erst im Gegensatz zu dem, was vorher immer schon war. Dass das nicht, davor war Sascha Lobo und alle möglichen, die Netzpolitik totgeredet haben und wir brauchten eigentlich Bilder. Wir saßen und haben überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir einfach in die Presse kommen und Leute uns wahrnehmen und Bilder erzeugt werden, die das Thema mitnehmen so, und übermitteln. Vielleicht steigen wir gerade in die Bilder ein. Ja. Könnt ihr die PowerPoint mal anfangen? Genau, da sieht man, das ist so einfach nur ein kleiner Aufruf gewesen bei uns auf der Seite, die dann auch natürlich ein bisschen viralisiert worden ist und von anderen Online-Medien beziehungsweise Netzaktiven weitergetragen ist. Ich glaube, hier sieht man es nicht. Es war, glaube ich, am 15. Juni haben wir eingeladen, am 18. Juni war das. Das ist wirklich ganz, ganz spontan gewesen, dass wir dazu aufgerufen haben, dass alle sich verkleiden, Überwachungsequipment mitnehmen und wir dann ehrlich gesagt auch erst angefangen haben, alles selber zu basteln. Also die das sonst machen, die waren auch an dem Wochenende davor komplett weg. Wir haben das ja dann erst selbst gemacht. Schauen wir uns die Vorbereitung mal an. Das heißt erstmal Bühnenbild sozusagen. Ja. Ja, vielleicht davor nochmal. Ich erinnere, wie wir in der Küche saßen und überlegt haben, wie wir überhaupt zu diesem Checkpoint Charlie gekommen sind. Weil es gab die ganze Zeit darum, Obama kommt, wie kriegen wir das hin, an ihn ranzutreten, geht nicht. Es gab eine Riesenabsperrung, alles um Pariser Platz herum. Und dann dachte ich so, was ist denn das, was am meisten zieht? Erst recht auch für amerikanische Presse. Wie kriegen die mit, dass wir irgendwie nicht damit einverstanden sind? Und da ist einfach Checkpoint Charlie, da flitzen immer die Touristen rum und es gibt fast kein besseres Wahrzeichen für... Als Freiheitsbegriff, ja, klar. So. Und dann sind wir auch noch hin und haben geguckt, wie das Schild eigentlich aussieht und was da genau steht und wie die Kameras am besten gehalten werden und haben uns dann überlegt, vielleicht kommt das, glaube ich, als nächstes sogar auch. Das nächste Mal, Falk? Genau, da waren wir dann beim Aufbauen, an dem Vormittag, dass wir das Schild, also oben steht ja, you are entering the American sector, und unten kommt dann eben dieser Punkt mit your privacy ends here. Und auch ne, wichtig, dass es auf Englisch ist und auf Deutsch. Das war uns von Anfang an irgendwie ziemlich, wir hatten noch überlegt, die anderen Sprachen zu nehmen, dann wäre es aber
ja, ein bisschen viel geworden. Genau, und jetzt sehen wir so ein Bild von der von quasi der Demo selbst, was sofort auffällt, es sind eigentlich nur 8 Leute. Viel mehr sind es nicht, aber das haben wir von Anfang an auch so geplant gehabt. Also wir haben nicht so diesen Riesenaufruf gemacht, wir haben damit gerechnet, dass nur ein paar von uns kommen. Also die meisten sind Mitglieder des Vereins gewesen oder so der engste Kreis und du. Und aber es waren, vielleicht waren es sogar 10 oder 12, lass es im Endeffekt 20 gewesen sein. Ich habe das Bild auch mal genommen, weil es waren eigentlich mindestens genauso viele Medienvertreter da wie Protestierende, beziehungsweise haben es ja auch keinen Protest genannt oder Mahnwache, sondern wir haben ja aufgerufen, mit Daten zu sammeln und zu unterstützen. Also wir wollten Spaß dabei haben. Und ja, ich hoffe, das hatten wir auch. Also ich nicht, aber alle anderen. Schalten wir eins weiter, weil ich glaube, noch eins weiter. Jetzt kommt natürlich ein Punkt, da musst du kurz drauf eingehen, dieses Verhältnis von Aufwand, Idee, Verkleidung und Effekt. Hat euch das selber überrascht, dass ihr da in einer Weise medial verbreitet werdet, die ja jetzt, wenn man den Aufwand sieht, ja, geradezu gigantisch ist? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass mich extrem überrascht hat, weil wir waren die Ersten, also der Punkt war, wir hatten diesen Yes We Scan Slogan, der total reingehauen hat, der kam jetzt irgendwie, im Nachhinein kommt auch nochmal was, der kam jetzt nicht von uns, sondern aus der Netzszene, der war zuerst mal bei Spiegel Online und dann bei netzpolitik.org und dann hat er sich so verbreitet und wir waren die Ersten, die den irgendwie so wieder zurückgetragen haben in das reale Leben und für andere Menschen sichtbar gemacht haben. Irgendwie war das genau unsere Hoffnung. Wir hatten Leute von Reuters da, von der DPA, von allen möglichen und diese DPA-Meldung, deswegen, die war in jeder kleinen Zeitung dieses Landes und durch Reuters und Russia Today und sowas ist das dann diese Einspieler. Genau. Und wir hatten, also du hattest ja eben auch noch von News One, den Teil, das war ganz absurd über, weiß ich nicht, El Pais und polnische Zeitschriften und sowas. Das hat uns schon irritiert. So, also das war definitiv mehr, als wir gedacht haben. Aber ich würde, also genau daraufhin war es angelegt. Also das war auch das Ziel, diese Bilder zu schaffen, die um die Welt gehen und die auch jetzt immer noch überall wieder auftauchen. Ein paar dieser Bewirkungsbilder schauen wir uns zum Ende der Vorstellung noch kurz an. Fall, kannst du eins weitermachen? Genau, hier ist es auf CNN. Ja, hier war nochmal der Punkt, dass Yes We Scan zur Schlagzeile des Jahres gewählt wurde und die Bild eigentlich dafür den Preis gewinnen sollte. Die haben den dann zurückgegeben, weil sie eben auch selber eingesehen haben, dass sie erst 10 Tage später damit kam als alle anderen. Aber trotzdem wurde das irgendwie nochmal thematisiert. Und das Letzte, seht ihr, das ist, glaube ich, Maybrit Illner, die Runde. Und da schafft ihr quasi das Studio-Bühnenbild, ja, mit dem Spruch. Das heißt so, deine Erfahrung mit dieser Art von Aktion jetzt, würdest du sagen, als Bewertung in sich rund mit Nachwirkung? In sich rund, das mit den Nachwirkungen, der inhaltlichen Art und Weise ist halt dann immer so eine Frage. Wie viel haben wir wirklich dazu beigetragen, dass immerhin im Europäischen Parlament dann ganz viel von der Datenschutzgrundverordnung wieder mit reinkam und sowas. Da haben wir irgendwas Kleines zu beigetragen, aber was jetzt so dieser öffentliche Auftritt wirklich macht, außer die Bilder zu liefern für das, was jetzt im letzten Jahr danach alles passiert ist, das ist halt die große Frage. Und eine Frage noch, ihr benutzt so viel theatrale Mittel. Die Verkleidung, die Bühne, das Bild. Wie bewusst war das? Oder kam das auch aus einer spontanen Eingebung? Schon bewusst, aber eben nicht so mit dem Hintergrund vom Theater, würde ich sagen, obwohl ich früher auch irgendwie Theater gemacht habe und wir da irgendwie schon immer Bilder haben. Vielleicht gibt es bei den sonstigen Nerds sonst noch irgendwelche Rollenspielerfahrungen, ich weiß es nicht. Aber eigentlich sehr bewusst. Total Bilder schaffen, produzieren, Zusammenhänge darstellen. Doch, ziemlich. Linnea, vielen Dank. Unser dritter Gast. André Bücker, jetzt glaube ich,
kommen wir ein bisschen zu einer eigentlich interessanten Paradox. Wir haben es im Vorgespräch genannt, so öffentlich-rechtlicher Aktivismus. André, kurz zu ihm, studierte Theater, Film und Fernsehwissenschaften, Geschichte und Philosophie in Bochum. Bereits während des Studiums assistierte und inszenierte in der freien Szene, dann Regieassistent in Dortmund, am Kunstfest Weimar, als Regisseur in Dortmund, Hannover, Graz, Bremerhaven, Neuss, Nürnberg, Göttingen und die Händel-Festspiele in Halle an der Saale, also rumgekommen in Deutschland. Von 2005 bis 2008 Intendant am Nordharzer Städtebundtheater in Halberstadt-Quedlinburg. Seit Spielzeit 2009-2010 ist er der Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau. Zurzeit inszeniert er in Dessau Richard Wagners Ring des Nibelungen. Ist so, genau, super. Aber du bist heute hier wegen der kulturpolitischen Situation, die euch zu Aktivisten gemacht hat. Und zwar so auf unterschiedlichen Ebenen, über die wir jetzt also in der Aktion selber kurz sprechen wollen. Dazu vielleicht ein erster Einspieler, Falk, bist du so nett, der sich sofort auch um diese erste Aktion dreht, die wir vorstellen wollen. Das wäre der nächste. Diese kulturpolitische Debatte, die Finanzierungsdebatte fürs Theater, haben wir aufgenommen in der Beggars Opera. Das ist ja bei Gay und Pepusch damals auch schon gewesen, eine Theater-auf-dem-Theater-Situation. Schauspieler und Bettler, die quasi aus den Rollen heraustretend über ihre Lebensumstände auch debattieren. Und dieses Vorbild haben wir also aufgenommen. Und in der Beggars Opera karikieren wir und kommentieren wir im Moment auch die kulturpolitischen Zustände. Und am Schluss fährt das Ensemble halt gemeinsam in die neue Welt, um die zu entdecken und eben um zu spielen. Ja, die Bettleroper, Polly. Wie ist das? Man könnte ja sagen, es gibt ein Leben im Theater und es gibt ein Leben im Aktivismus. Das findet oft sozusagen getrennt voneinander statt. Bei Ihnen findet beides oder bei dir findet beides gleichzeitig auf der Bühne statt. Das Ganze war eine Produktion im Rahmen der Kurt-Weill-Festspiele und überschrieben ist es im Programmheft, habe ich gelesen, Artists in Resistance. Wie ist man an einem öffentlich-rechtlichen Theater Artist in Resistance in einer solchen Produktion? Ja, das war eine Abwandlung, weil die Anhaltische Philharmonie war beim diesjährigen Kurt-Weill-Fest Artist in Residence, so heißt es genau. Und wir haben das abgewandelt, also in dieser Produktion, also Künstler im Widerstand. Und wir haben auch diese Produktion übertitelt, also Live-Kommentare. Wir hatten also auch live aus der Premiere, wurde getwittert und so weiter. Also da aus der Twitter-Loge. Aus der Twitter-Loge, genau. Da kamen mehrere Ebenen also zusammen. Und wir haben uns dafür eigentlich relativ kurzfristig entschieden. Das Thema des Kurt-Weill-Festes war Kurt-Weill und die Medien. Und wir haben gesagt, naja, wir zeigen vielleicht in unserer Eigenproduktion mal, wo Brecht und Weill so geklaut haben und bringen das als Beitrag ins Weill-Fest ein. Und dann haben wir quasi eine Fassung geschrieben dazu. Und dann haben uns die Ereignisse aber immer weiter getrieben, weiter gespült, überrollt. Und dann haben wir gesagt, das können wir so nicht mehr machen. Das geht nicht mehr. Wir haben alles ausgeschöpft und gemacht und getan, was man so an Protestformen, will ich es mal nennen, so tun kann. Von diversen Unterschriftssammlungen, Volksbegehren, Volksinitiative, Demonstrationen, vielen, vielen performativen Geschichten, und das hat alles irgendwie nicht genutzt und nicht gefruchtet. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch das, was uns sozusagen im Theater angeht und was wir sozusagen da auch täglich erleben,
das müssen wir jetzt einfach auch auf der Bühne und von der Bühne runter verhandeln und haben dann nochmal das Ganze, die Fassung weggeschmissen im Prinzip, haben komplett neue Texte geschrieben, Songtexte. Wir haben ja die alten Gay Pepusch Sachen songmäßig behalten zum Teil. Zum Teil hat Christoph Reuter neue Musik geschrieben. Die Songtexte sind neu und wir haben uns entschlossen, das Stück nicht zu spielen. Und stattdessen tritt dann sozusagen ein Herr der Landesregierung auf. Und ich würde sagen, ihr habt eine zusätzliche Figur reingeschrieben dazu. Genau, genau. Also der hat auch ein tatsächlich reales Vorbild. Also, und der Schauspieler sieht auch wirklich haargenau so aus wie ein Staatssekretär aus dem Kultusministerium. Und wir haben auch ganz viel der Texte, die in der Beggars Opera vorkommen, sind Originaltexte von Politikern. Also wir haben das wirklich montiert, was uns alles so gesagt wurde, auch in dem ganzen, im Zeitraum des Protestes und im Zeitraum dieser Kürzungen im Kulturbereich. Das glaubt uns teilweise gar keiner, weil es sind so absurde Aussagen. Und daraus ist dann im Prinzip die Beggars Opera entstanden und wir hatten gestern wieder eine Vorstellung und es ist ungeheuer, wie direkt das Publikum das annimmt. Und nicht nur das Publikum, was sozusagen aus Dessau ist, sondern auch das überregionale Publikum, was die Situation vor Ort vielleicht gar nicht so genau kennt. Aber es erreicht die Leute durchaus. Das meine ich, also ihr schafft es auch über die Vorstellung noch über die Stadt hinaus, erstmal ganz unmittelbar zu wirken mit Publikum, das extra dafür anreist. Ja, auch, ja, ja. Wie ist das im Haus bei euch? Auf der einen Seite der kulturpolitische Kampf, der jetzt nicht erst seit einer Woche herrscht, tobt und mit immer neuen Überraschungen, wir werden in der zweiten Runde kurz drauf kommen, ich sag mal, stets neue Kampflinien schafft und gleichzeitig die Kollegen im Haus, die ja erstmal, denke ich, nur Theater spielen wollen und jetzt zu Aktivisten gezwungen werden? Kann man Aktivismus im Haus verordnen? Machen das alle freiwillig? Wie ist da? Nee, kann man nicht verordnen. Sollte man auch nicht versuchen. Das ist natürlich ein ganz langer Prozess, der bei uns stattgefunden hat und deshalb ist natürlich auch das ganze Haus extrem sensibilisiert. Also das Haus hat immer schon finanzielle Probleme gehabt, also seit der Gründung vor 220 Jahren eigentlich schon. Aber so weit braucht man da gar nicht zurückgehen. Aber seit der Wende sind natürlich immer mehr Arbeitsplätze abgebaut worden. Es sind seit 10 Jahren Haustarifverträge, das heißt Absenkung der Vergütung, Absenkung der Arbeitszeit. Also damit haben alle Mitarbeiter des Hauses immer auch schon zu tun gehabt. Und wir hatten in 2010, also da war ich gerade ein halbes Jahr Intendant dort, gab es die erste Sparankündigung von Seiten der Stadt. Da sollten wir 3,5 Millionen einsparen. Und das war natürlich ein Wahnsinn. Das war ist nicht zu denken an so einem Haus. Und da haben wir zum ersten Mal protestiert und öffentliche Aktionen gemacht. Da hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die hatte innerhalb von wenigen Tagen 14.000 Unterschriften und so weiter. Das ging sehr, sehr schnell. Und seitdem ist das nicht abgeebbt. Und also es gibt sozusagen diese sage ich mal, politische Sensibilisierung im Haus bei allen Mitarbeitern. Und dann haben, als dann das Land kam mit den großen Kürzungen, haben wir gesagt, so jetzt müssen wir was machen. Es war mitten in den Sommerferien, das Theater war zu, ich war alleine im Büro und mache einen Brief vom Kultusministerium auf und da stehen die Kürzungen drin. Und dann haben wir gesagt, was tun wir jetzt? Und dann habe ich mit der Kämmerin telefoniert und die hat gesagt, ja, das geht doch auch so nicht, also was machen wir denn und so. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann jetzt Feuer frei, los geht's. Und dann habe ich als erstes mir einen Twitter-Account eingerichtet, das war sozusagen der Anfang. Da habe ich alleine im Büro gesessen und habe gedacht, verdammt, man erreicht auch niemanden, jetzt muss irgendwie mal dieses Internet hierher, ja. Und so ungefähr, ja. Und dann und das war auch mein erster Tweet, habe gesagt, ich frage mich, ob sich über dieses Medium irgendwas organisieren lässt zum Protest gegen diese Sachen. Ja, vielleicht zu neuen Medien, wenn du gestattest, Anne, ist einmal euer eigener anhaltinischer Theater-YouTube-Kanal, ja, das ist ja ein Teil davon, ja, ihr benutzt den ja auch, könnte man sagen, auch als kulturpolitisches Messaging inzwischen, plus Bilder schaffen für Medien. Dazu vielleicht ein ganz kurzer Ausschnitt, würde ich dich darum bitten, weil es hier auch um Teilhabe von Bevölkerung geht. Könnt ihr den übernächsten Clip einspielen? Nicht den nächsten, den übernächsten. Richtig.
Pflöcke einschlagen. Es ist 5:12 für das Anhaltische Theater Dessau. Entsprechend begann die Protestaktion auch zu eben dieser Zeit heute Mittag. Pflöcke einschlagen, ihr Theater verankern. Das wollen die Protestler, die aus der ganzen Stadt zum Theatervorplatz kamen. 5 statt 8 Millionen Euro, fast auf die Hälfte, sollen die Mittel für das Haus gekürzt werden. Intendant André Bücker hat dafür drastische Worte. Ein völliger Wahnsinn, das muss man tatsächlich sagen, weil wir sind natürlich in laufenden Verträgen, wir haben Haustarifverträge. Allein die Art und Weise der Ankündigung so einer Kürzung ist wirklich schockierend und sowas hat man, glaube ich, in ganz Deutschland noch nicht erlebt. Und es ist auch unehrlich zu behaupten, man könne dieses Haus jetzt einfach so weiter betreiben. Das wäre das Ende einer über 200-jährigen Theatertradition in Dessau. Nicht nur das gesamte Orchester und der Kinderchor, auch ganze Schulklassen und Sportvereine haben sich der Protestaktion angeschlossen. Unterstützung bekommt das Anhaltische Theater außerdem vom Pflegepersonal des Dessauer Klinikums. Ja, und da habe ich auch mit Absicht gestoppt und wollte da nochmal nachfragen, Teilhabe von Bevölkerung und tatsächliche Manifestation, Bilder schaffen, was steht als Gedanke hinter solcher Aktion? Ja, wir haben ja sehr, sehr viele solche Aktionen gemacht. Das waren natürlich immer performative Geschichten. Also wir haben als erstes dieses Protestcamp im Hof des Kultusministeriums aufgeschlagen, wo wir dann wirklich mit Bussen, mit dem ganzen Theater hin sind, wo wir mit dem gesamten Orchester, mit dem gesamten Opernchor AIDA-Proben vorm Kultusministerium gemacht haben. Wir haben Kirschgarten probiert vorm Kultusministerium, wir haben Kinderchorproben gemacht und so mehrere Tage dort gezeltet. Pflöcke einschlagen waren sensationell, da waren 3000 Leute an einem Freitagmittag um 12 Uhr vorm Theater und haben, und das haben wir auch innerhalb einer Woche gemacht, aufgerufen, Seile mitbringen, Pflöcke mitbringen, Hämmer mitbringen und dann... Aufgerufen wie? Auch über Twitter? Twitter, Facebook, Zeitung, unsere Internetseite, alles, was man da so machen kann. Wir haben eine Woche vor der Bundestagswahl Arbeiterkampflieder vor der SPD-Zentrale hier in Berlin gesungen. Willy Brandthaus. Das war auch sehr schön. Wir haben die Trompeten von Jericho nachgespielt, sind 7 Tage lang um den Magdeburger Landtag gezogen. Solche Dinge, ja, also das haben wir gemacht und das ist natürlich sehr, sehr viel auch übers Netz gelaufen und uns war es immer wichtig, also die Leute mitzunehmen. Wir haben auch für jeden Tag von Jericho sozusagen ein Flugblatt gemacht mit einem speziellen Text für den speziellen Tag oder ein kulturpolitisches Ereignis. Wir haben das natürlich alles immer auch gefilmt, fotografiert, direkt ins Netz gestellt. Das war also... Das gehört immer dazu, es wurde auch immer direkt mitgedacht, natürlich. Vielen Dank. Ich denke, jetzt gehen wir kurz in die zweite Runde, bevor wir natürlich auch zum Publikum öffnen. Eigentlich alle drei Aktionen spielen ja auf unterschiedlichen Ebenen. Damit das was früher eine politische Ausverhandlung war, was früher möglicherweise in einem Hinterzimmergespräch oder einfach auch offen mit den politischen Repräsentanten verhandelt wurde, scheint jetzt nur noch möglich zu sein, also als Forderung, mit genau diesen unterschiedlichen Formen von aktivistischer Aktion. Ist das ein Kulturwandel? Also dadurch, dass Sie jetzt alle drei, ja, dass Sie alle drei in diesem Feld mit diesen Aktionen gestanden seid, ja, durchaus Institution, NGO und kleine Zelle, ja, Ist das ein Wandel, den man feststellen kann? Das heißt, sind die Stakes higher? Ist die Bedrohung größer? Kann man nur noch so agieren? Vielleicht fangen wir mit André an und dann gehen wir einmal durch. Naja, ich glaube, also, dass sich doch die Erfahrung breiter macht, dass man mit den gewohnten Aktionen wie Unterschriften sammeln und der kleinen Mahnwache oder so nicht mehr gehört wird. Ich glaube, das ist, also es vermittelt sich mir jedenfalls so, dass man da den Eindruck hat, das interessiert keinen mehr und dass man die Öffentlichkeit anders sensibilisieren muss, anders auf sich aufmerksam machen muss. Das glaube ich schon, hat sich schon gewandelt, glaube ich. Linnea, was meinst du? Ich finde, dass... Weil ihr arbeitet ja in der digitalen Gesellschaft, arbeitet ja quasi auf beiden Ebenen sozusagen, sowohl im Informationsprozess und im Dialog mit politischen Repräsentanten, aber eben auch auf der Aktionsebene.
Ja, aber wir stellen eigentlich immer wieder fest, wie wichtig auch diese Offline-Geschichten sind. Dass es eben nicht nur mit Twitter, Online-Petitionen und sowas funktioniert, sondern dass man immer wieder eigentlich die alten Medien mit reinholen muss. Noch mindestens. Also da hat sich relativ wenig verändert. Und die Leute, die früher Hintergrundgespräche geführt haben im Hinterzimmer, die mussten auch erstmal dahin kommen und mussten sich irgendwie einen Weg schaffen über Beziehungen, über Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise. Deswegen weiß also, glaube ich immer noch, dass die Komponente, die vorher wichtig war und dieses Bilder schaffen und eben nicht nur Memes oder sowas, sondern die, wo lebende Menschen agieren, vielleicht ist sogar noch wichtiger geworden, weil man die anderen Möglichkeiten hat. Und erst recht nur in der Kommunikation oder in der Kombination funktioniert es. Christian, aggressiver Auftritt notwendig? Ich glaube, also die so macht- oder hegemonialkritisch oder so zu agieren, ist halt heute wahrscheinlich anders als noch vor 70 Jahren, weil es schwieriger, weil ich glaube, so heutzutage, die neoliberale Welt, in der wir leben, ist halt irgendwie schwerer zu durchblicken, wo da irgendwie Repressionen stattfinden. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass es anders oder dass man andere Mittel finden muss, vor allem weil auch dieses ganze kapitalistische System, in dem wir leben, natürlich total gut funktioniert in der Vereinnahmung. Also jede Kritik, auch wir waren jetzt in der Rolle, man sitzt sich auch hier und der kulturelle Bereich legitimiert sich ja auch durch die Kritik. Und wie schafft man es sozusagen, das geht ja alles irrsinnig schnell, und wie kann man da Praktiken finden, um trotzdem sozusagen auf Dinge hinzuweisen und die Kritik oder machtkritisch zu sein, ohne oder die Vereinigung mitzuspielen oder so halt. Ja, da würde ich gerne nachfragen, genau an dem Punkt, Christian. Also du warst Student der Bildenden Kunst, Wien und Berlin, und jetzt bist du am Volkstheater und im Kunsthaus Bethanien. Ja. Ich weiß, es gibt so ein Zitat von Matthias Hartmann ganz am Anfang als Direktreaktion. Der hat sich anstellen lassen und einteilen lassen dafür, also quasi so als Überlegung, Unterstellung der Planung. Ja. Aber das heißt, ist die Vereinnahmung und die Aktion fast schon untrennbar miteinander verbunden? Macht man so Karriere? Also wie hast du das jetzt empfunden, weil das ja ein wahnsinnig schneller Weg war von der Aktion bis, ich sag mal, ins Kunsthaus Bethanien. Naja, ich meine, das ist halt ein widersprüchliches Ding. Also zuallererst, weil es ist ja nicht nur das eine oder das andere. Also Künstler und Aktivist oder Billeteur und hochkultureller Akteur oder sowas. Ich glaube, vermischt sich ja ganz oft. Und ich glaube, in der Öffentlichkeit wollen wir ja alle irgendwie klar verständliche Geschichten lesen. Deswegen werden diese Geschichten auch produziert. Und diese hybriden Geschichten, die widersprüchlichen, die nicht so ganz klar sind, diese Mehrschicht, die funktioniert in der Öffentlichkeit irgendwie ja ganz oft nicht so gut, aber so ist sie halt nun mal, die Realität. Und da sind halt irgendwie im Burgtheater ganz viele Leute angestellt, die halt studieren, 70%. Und das sind natürlich, also diese klassischen Vorstellungen, da ist irgendwie der kleine Arbeiter. Und du meinst, ist outgesourced, also angestellt in der Gruppe, in der du, Billeteure. Genau. Also, und in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, habe ich mir auch gedacht, dass sozusagen das ist ein faszinierendes Theater, auch die meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, also wo die alle, was da für Lebensläufe und Geschichten sind und so. Also das fand ich teilweise fast faszinierender als das Theater selber. So. Und wie ist die Geschichte jetzt ausgegangen im Sinne von, das Letzte, was man so mitgerichtet hatte, war, dass der Vertrag von G4S nicht verlängert wurde? Wie hast du das jetzt weiterverfolgt, sozusagen den eigentlichen Kern der Aktion? Also was hatte das jetzt den gewünschten Effekt? Also hatte die Kritik auch einen Effekt, abgesehen jetzt vom medialen Echo? Ach so, ja, es gab irrsinnig viel Echo, Solidaritätsbekundungen und eben auch Konsequenzen in dem Sinne, dass sozusagen es gab irgendwie so eine Petition, und dann war der mediale Druck ja so groß, sowohl als Burgtheater und dann eben auch auf diese Bundestheater Holding, diese Überdachgesellschaft, wo dann dieser ehemalige Chef sich dann dazu hinbewegen hat lassen zu sagen, er wird 2015 das neu ausschreiben. Das ist natürlich die Frage, inwieweit das ein PR-Move war oder ob das wirklich passiert. Würde mich freuen, wenn das passiert, dass sie dieses Unternehmen rausziehen. Und das ist diese realpolitische Ebene. Ich meine, auf der anderen Ebene ist es natürlich so, dass es
da ja auch andere Dinge gibt. Also was die in so einem nationalstaatlichen Betrieb, die Verbindung zwischen Nationalstaatlichkeit und diese neoliberalen Sachen, wer darf Theater anschauen, das ist sehr vielschichtig und in diese realpolitische Debatte, wenn man da jetzt G4S rauskickt, ist sehr erfreulich. Aber ich glaube, es geht ja eigentlich auch noch weiter. Also in anderen Ebenen. Und dazu ist ja der Bereich der Kultur und der Kunst ganz gut, dass man dann da über solche Dinge auch redet. Naja, und eben die Hybridität, die du ansprichst, ja, und da wollte ich gerne nochmal André fragen, auch zum Fortgang der Dinge. In der Mitteldeutschen Zeitung las man jetzt vor wenigen Tagen, erst schien sich das Dessau-Modell, das ihr, ich sag mal, naja, favorisiert kann man glaube ich schlecht sagen, sondern eher aus der Not geboren, du wirst gleich ein Wort dazu sagen, ja, aber es scheint ja so zu sein, dass ihr gar nicht locker lassen könnt. Das heißt, dass es gar kein Back to Normal gibt. Ich sag mal, Hans-Dietz Lehmann hat gesagt, so die Krise als Dauerzustand, ja, ist das dein Dauerzustand in den nächsten Jahren? Was verspricht da zu kommen? Ja, das ist, ja, die Krise ist tatsächlich der Dauerzustand. Das ist schon im Prinzip seit 2010, habe ich ja eben schon gesagt, kämpfen wir und protestieren wir sozusagen gegen diese Kulturpolitik. Das ist Teil unserer Theaterarbeit geworden. Man muss das, glaube ich, so sagen. Es ist nicht was wir noch nebenbei machen, sondern es ist natürlich auch ein Prozess, der im Hause immer permanent da ist. Und das ist in der Beggars Opera ja besonders zum Ausdruck gekommen, dass wir das da sozusagen verhandeln, das zum Publikum öffnen und es vom Publikum auch wieder zurückgespiegelt kriegen. Was jetzt unsere direkte Situation angeht, diese 3 Millionen sind gekürzt worden, die müssen wir umsetzen. Es gibt jetzt Überlegungen, wie man das machen kann. Also das Land hat gesagt, ja, baut doch einfach Schauspiel und Ballett ab und dann reicht das schon, das wie, Geld. Wie macht man Operette und Oper ohne Ballett? Ja, das ist dann halt auch schon wieder eine Frage, haben wir auch gesagt. Und wir haben dann auch, es gab auch ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Und das hat dann auch gesagt, ne, das ist auf dem Niveau, auf dem das dort gemacht wird, mit dem übrig bleibenden Geld leider auch nicht mehr möglich. Das hat beim Land dann auch niemanden interessiert. Und die Stadt, das muss man tatsächlich sagen, hat sich immer vehement für dieses Theater eingesetzt. Die Stadt hat 4 Stadtratsbeschlüsse einstimmig in den letzten 2 Jahren gefasst zum Erhalt des 4-Sparten-Theaters. Die Stadt hat jetzt einen Beschluss gefasst, der bedeutet, dass die Stadt in den nächsten 5 Jahren 10 Millionen mehr aufwenden muss für das Theater, obwohl es schrumpft. Also das ist dieser Rückhalt für das Theater in der Stadt, bei den Stadträten, bei der Bevölkerung, sind deshalb wirklich ist sensationell, das muss man schon sagen. Und natürlich würde ich auch sagen, dass die Arbeit, die wir kontinuierlich gemacht haben und auch das permanente Wachrütteln natürlich auch seinen Beitrag dazu geleistet hat. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich vor einem einmaligen Modell stehen, nämlich eine Art Teilzeitmodell, das quasi bedeutet, dass alle Mitarbeiter 90% arbeiten und 90% bezahlt werden. Das heißt, sie kriegen sozusagen zusätzliche freie Tage und so weiter. NV Solo 90% heißt. Ja. Freie Tage. Heißt freie Tage. Das ist im normalen Betrieb genau dasselbe wie ein Haustarifvertrag. Nur das Land hat gesagt, sie wollen auf gar keinen Fall mehr Haustarifverträge und so weiter. Und wir werden dann Personal absenken. Wir werden es schaffen, ohne betriebsbedingte Kündigungen auszukommen. Und wir werden alle 4 Sparten erhalten, wenn auch kleiner. Und das ist meines Erachtens nach auch die sinnvollste Lösung für dieses Haus. Es ist die beste aller schlechten Möglichkeiten, sage ich mal. Und das hat aber auch noch eine Besonderheit, denn es ist eine einzelvertragliche Regelung. Das heißt, alle 340 Mitarbeiter müssen möglichst das unterschreiben, und zwar einzeln. Und das ist natürlich auch nochmal eine besondere Prüfung, weil jeder weiß, der sich mal mit Gruppen beschäftigt hat, wie schwer es ist, 10 Leute unter einen Hut zu kriegen. Und du 300, stehst dafür gerade, sozusagen. Ja, auch, ja. Und 340 sozusagen, wir brauchen eine Zustimmung von 95%. Wir haben eine Umfrage gemacht, die hat einen sensationellen Wert von 97,3% ergeben, Zustimmung.
Das ist natürlich... Aller Gewerke im Haus. Aller Gewerke, also aller Mitarbeiter, durch alle Abteilungen und alle Sparten und so weiter hindurch. Und das ist so die Aufgabe der nächsten 4 Wochen, das hinzukriegen, eben da das Vertrauen auch noch so weit zu stärken bei den Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, okay, das ist safe, da wird nachher keiner über den Tisch gezogen und nicht doch noch Spartenschließung durch die Hintertür oder doch noch Kündigungen und so weiter. Und dass wir eben da so eine Vertrauensebene also auch wirklich so weit treiben, sage ich mal, dass da jeder auch persönlich dafür unterschreibt. Und dann wird es sowieso spannend, weil dass das Theater nicht mehr dasselbe sein wird, wie es jetzt noch ist, ist auch klar. Dass sich das Theater dann verändern muss, auch natürlich auch inhaltlich verändern muss, das ist auch klar. Und das ist natürlich alles auch so eine relativ vage, was dann die Zukunft angeht. Und aber wenn es im Moment wer schaffen kann, dann sind das, glaube ich, wir, weil das im Haus inzwischen ein so langer und weit gediehener Prozess ist. Also ich halte fest, vielen Dank. 3 Kämpfe, G4S, NSA, Erhalt des Theaters, die sich auch nur mit dauernder weiterer Aktion immer in der Verbindung, so nehme ich das mit, von Analog und Netz, ja, weitergeführt werden müssen, weil offensichtlich ansonsten einfach nichts geschieht. Ich glaube, ja, was noch dazu kommt, ist irgendwie aber nicht nur analog und Netz, sondern eben auch einmal der aktivistische Teil und trotzdem immer noch die Kombination mit dem Diskurs oder irgendwie sowas, mit den Akteuren, mit Politik und sowas. Das funktioniert anders nicht. Also man muss genauso vor Ort sein, man muss nach Brüssel, nach Dessau, Landeshauptstadt, Berlin oder sowas vor Ort sein, um nicht nur einmalig oder mehrmalig in den Medien zu sein, sondern auch die Punkte gezielt anzubringen. Ich glaube, das ist schon relativ wichtig. Und du warst auch vor Ort und hattest den Kontakt mit den Leuten und so. Also ich glaube, sonst geht das nicht, nicht nur von außen da rein. Bitte, André. Genau, möchte ich auch noch mal kurz sagen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, deshalb scheue ich mich inzwischen auch so ein bisschen, das Wort Protest immer in den Mund zu nehmen, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass man positive Dinge formuliert, dass man sagt, wofür man ist und nicht nur sagt, wogegen man ist. Und das ist natürlich auch im politischen Raum, wo wir wirklich alle Versuche unternommen haben, von 4-Augen-Gesprächen bis große Versammlung im Landtag und Rederecht, was wir uns erstritten haben über Unterschriftensammlungen, Rederecht im Landtag. Also von der ganz kleinen Form bis hin dann zur großen Form versucht eben zu sagen, wofür das alles auch steht. Und das ist eigentlich mit das Schwierigste, würde ich sagen, dann die Leute wie im Theater oder sowas zusammenzubekommen, Vereine, also dass man überhaupt Zukunftsvisionen dann entwickelt, ein schnelles Dagegen ist viel einfacher, als dann die Alternative hinzubekommen. Und da scheitern dann die meisten dran, dass das dann nicht kommt. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Okay, also letztlich so die Kontinuität der Arbeit. Ja. Ich gebe mal runter, denn wir haben noch, glaube ich, so etwa, ich gucke mal gerade, ja, noch 10 Minuten. Vielen Dank. Esther hat das Mikrofon in der Hand. Fragen an unsere Gäste. Okay, aha, bitteschön. Wir machen es nur mit Mikro wegen des Livestreams. Vielleicht, wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind, wäre total nett. Okay. Robert Graz, ich studiere hier gerade noch in Weißensee, habe vorher auch in Wien studiert, daher bin ich so ein bisschen vertraut mit dem. Was Sie jetzt nochmal zum Schluss gesagt haben, Sie haben das sozusagen immer diese 3 Kämpfe vorgestellt, die in unterschiedlichen Formen stattfinden, auch nochmal zum Schluss kurz erwähnt, okay, was ist denn eigentlich so ein bisschen so, was hat Internet damit zu tun, hatten wir es zwischendurch irgendwie, ja, da wird man tritt. Ich finde es interessant irgendwie, dass jetzt ein bisschen ausgeblendet wird, was haben die miteinander zu tun, also wo ist die Grundkomponente, was mir nämlich fehlt, dass wenn man die immer als Einzelkämpfe darstellt, dann bleiben sie auch Einzelkämpfe, egal wie sie sich jetzt irgendwie in der Netzkultur vertweeten oder sonst wo in Protestform weiter existieren. Und es wurde vorhin kurz geschmunzelt, bei dem, wo dann quasi Leute aus dem Care-Sektor durchs Theaterhaus gelaufen sind, aber das ist total wichtig und das ist wahrscheinlich das, was in Deutschland am meisten fehlt, ist im Prinzip eine Solidarität irgendwie, diesen Begriff, den es nicht mehr gibt, der jetzt auch teilweise durch eine Art Netzwerkkultur ersetzt wird, berechtigterweise durch die Unmittelbarkeit.
Also dass man sagt, wir kommen über die Netzkultur, können wir auch internationale Kämpfe oder vergleichen. Es gibt eben ja nicht nur in Deutschland sozusagen oder vielleicht noch in Deutschland fast am wenigsten diese prekäre Arbeitsverhältnis an den Theatern, sondern also ich meine, wenn man jetzt Italien sieht oder so, da wird es mit einer ganz anderen Geschwindigkeit abgebaut und die Leute stehen genau nämlich vor leeren Häusern so. Und dass man sich da vernetzt sozusagen und die Netzkultur in dem Sinne so nutzt, ohne jetzt irgendwie einen reinen Internetprotest draus zu machen, sondern eben als Informationsvernetzungsmedium, aber nicht, ja, ich sag mal, es bleibt immer viel in diesen Hashtag Aufschrei, Hashtag empört euch. Das können die Deutschen super, irgendwie können sich empören auf irgendeiner Ebene, aber da mal rauszukommen. Und dann muss ich auch sagen, dieses, jetzt mit durch die digitale Gesellschaft irgendwie, das ist halt die Anti-ACTA-Proteste, das ist total wichtig sozusagen, da aufmerksam zu machen, aber was ich da irgendwie, was da dann wieder sozusagen im Kleinen endet oder ganz so klein ist es ja dann nicht, aber es ist dieses, was dann auch irgendwie Autorinnen wie Julie C. oder so genutzt haben und sagen, ja, wir empören uns jetzt, aber eben als Deutsche, es wird immer ein Wir formuliert, ich sehe immer nur Amerika-Flaggen, also USA-Flaggen und die große Gefahr, die da jetzt besteht, ich weiß, dass die digitale Gesellschaft, zumindest von dem, was ich mal gelesen habe, probiert es ein bisschen differenzierter anzugehen, die Protestform aber und wie es sich dann weiterträgt irgendwie. Ist leider so, dass man jetzt, wenn man ganz böse ist, sagen könnte, naja, dann landen wir eben auf so komischen Anti-USA-Montagsdemonstrationen. So, wenn man jetzt das ganz, da gibt es noch Unterschiede, klar, aber es ist im Prinzip dieses Wir, dieses Diffuse irgendwie, es ist so ein bisschen dieser Catcher, ne? Damit kriegt man die Deutschen irgendwie, hat aber nichts mit einem fundierten Protest zu tun, mit einem kritischen Protest in dem Sinne, wenn man da drüber hinauskommen will. Und das ist auch, achso, was ich noch sagen wollte zu Zin Diaz, was ich super interessant finde, eben ist halt in Wien, ist nämlich die Geschichte, dass, oder ich finde es interessant, dass sozusagen ihre Aktion, die vergleichsweise klein erstmal war sozusagen, aber diesen Shitstorm, diesen medial nach sich gezogen hat, eben auch, weil ich glaube, da schon viel gebrodelt hat so. Also weil da einfach dieser Unmut nicht nur über Hartmann, sondern über bestimmte Prozesse, aber Hartmann, zumindest meiner Erfahrung nach, sich schon damals über die Studentinnenproteste, die in Wien existierten, sofort vereinnahmt hat. Er hat sich da offen und dann hat gesagt, unser Haus unterstützt das und bla bla. Er hat es nie aktiv unterstützt. Er hat dann für eine Aktion von unserer Uni damals ein Stück Wiese vor der Burg angeboten. Generöserweise, die gehört aber nicht mal ihm, da hat die Stadt letztendlich darüber entschieden, dass wir diese Aktion gar nicht machen können irgendwie, weil die Stadt Wien ja da eben auch so ist. Und aber er hat sich da erstmal groß aufgetan, hat uns dann aber im Nachhinein auch keine weitere Unterstützung gegeben. Also da ist nicht mehr von gekommen, außer Lippenbekenntnisse. Und das ist das, was ich zumindest in jetzt dann über Nachkritik und über die Sachen, die ich gelesen habe, eben genau dazu auch kam. Also erstmal, es ist diese Diskrepanz, die du schon angesprochen hast, so irgendwie, dass das genau ist, was ist Theater eigentlich, was machen die Leute jetzt da irgendwie? Hartmann musste da einfach überholt werden quasi. Also der Shitstorm war erforderlich, sage ich mal, weil es im Prinzip genau ja, diese Diskrepanz ist zwischen dem Burgtheater, diesen Leuten, die da inszenieren und was, wie der Apparat läuft. Okay. Ja, genau. Vielen Dank fürs Plädoyer gegen die Zusammenhanglosigkeit. Ja, total gut. Vielleicht, wenn wir noch natürlich mit Replik noch ein, zwei mitnehmen. Okay. Ja, du, dann ist alles gesagt. Nee, aber wir können, aber nee, selbstverständlich. Ich finde den Punkt, weil der Punkt der Zusammenhanglosigkeit, den kann man vielleicht wirklich nochmal diskutieren. Also inwieweit blickt man auch auf andere Kämpfe, die parallel laufen und wie weit befruchtet sich da was? Oder steht man dann letztlich doch allein, ob jetzt im Theater mit den Mitarbeitern oder in der kleinen Gruppe der Digitalaktivisten in der Gesellschaft oder möglicherweise ganz allein. Wie ist da eure Erfahrung? Nee, du hast vollkommen recht und das war auch am Anfang, würde ich sagen, das Problem, dass wir da relativ alleine standen und dann gibt es da noch die Netz-Community, aber eigentlich geht es um viel, viel größere Themen und die zusammenzubringen und zum Beispiel gab es online auch so eine Art Petitionen oder Unterschriftengeschichten, wo dann auch die Kirche und alle möglichen
Akteure angesprochen worden sind und das war auch relativ erfolgreich, aber da gab es dann wieder keine Bilder, die dazu passten, beziehungsweise nur Bilder, die es schon gab und nichts Neues. Und dieser inhaltliche Punkt, ob nun deutschlandweit oder international, ist ein krasser Verhandlungsprozess. Ne? Also da hat man schon, da haben wir jetzt gar nicht mehr so, sind wir nicht so drauf eingegangen, wie das eigentlich ist, in Gruppen, dass das schon extrem schwer ist, positive Statements zu entwickeln und zu sagen, wir stehen hierfür und nicht irgendwie Grundkonflikte da plötzlich auftauchen, weil was von außen eindringt und wir sind dagegen, aber was machen wir als Alternative, was fordern wir eigentlich wirklich? Das heißt, der Punkt, sich dann aus der Situation noch mit anderen Gruppierungen, ob nun national oder international zusammenzuschließen, ist extrem schwierig, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, der wichtig ist und wo die Netzgesellschaft auch immer wieder zu Recht kritisiert wird, dass das nicht wirklich passiert und sie in ihrer eigenen Blase bleibt. Also total. Ich stimme dir mit dir vollkommen überein. Ja, aber du sprichst ja auch davon, dass du Akteure haben willst, die erstmal nicht mit dem Netz zu tun haben, so extrem, die es nicht immer nutzen. Und dann reden wir über Sachen, wo du die Offenheit des Netzes ist ja auch unser Problem gerade in dem Punkt. Ne? Also dann geht es um Kleinigkeiten. Worüber kommuniziert man denn? Wie sind wir denn sicher? Wie sind welche, weiß ich nicht, und was ist dein PGP-Key? Und dann prallen so viele Realitäten aufeinander. Also nicht, dass das nicht möglich ist, aber gerade dieses Medium kritisieren wir auch in dem Sinne, dass die Gefahr so groß ist. Und dass plötzlich, wenn du, ich habe diese Veranstaltung damals mit angemeldet und habe danach E-Mails bekommen, ja, Linnea, jetzt pass mal auf, jetzt nur noch verschlüsselt kommunizieren oder einfach damit leben, dass alle was wollen. Oder ich kenne Leute, die danach dann eben nicht mehr nach Amerika einreisen durften. Das heißt, du bist irgendwie, du hast diese Lähmung und plötzlich ist nicht mehr alles frei. Also das ist gar nicht so einfach, wie sich das ganz am Anfang irgendwie ausschaut. So. André? Ja, es ist, glaube ich, ganz wichtig, tatsächlich die Akteure auch vor Ort zusammenzukriegen. Und es ist, möchte ich das vielleicht nochmal kurz sagen, es ist, glaube ich, einfacher, den Rotary Club, den Wirtschafts- und Industrieclub, die Mittelstandsvereinigung fürs Theater mit ins Boot zu holen, als das Theater der Nachbarstadt zum Teil. Ja, also wir haben da auch extreme Erfahrungen gemacht mit Kollegen von anderen Theatern, also ich mit Kollegen von anderen Theatern, und natürlich gibt es da auch den Druck, der auch ausgeübt wird, auch von der Landesregierung, auch vom Kultusministerium, so nach dem Motto, ja, haltet ihr mal schön den Ball flach in Sachen des Theaters da in Dessau, ihr wollt doch auch noch was von uns. Also solche Dinge passieren da schon, und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, du hast eben auch gesagt, also dass man die vor Ort irgendwie das Krankenhauspersonal, die Sparkassen, Leute, die Schüler, die Lehrer und so weiter. Also dass man die dazu kriegt, eben auch so eine Schwungmasse zu entwickeln, die vor Ort eben dann auch ausstrahlt, auch als Mittel und als Diskussionsgrundstock, sag ich mal, ein Stimmenreichtum in Richtung Landesregierung und Entscheidungsträger. Aber nur eine Zwischenfrage, wie habt ihr die denn bekommen? Weil das ist ja extrem viel Arbeit, die das dahinter steckt, oder? Das ist ja nicht so ein... Das passiert ja nicht einfach so. Wer macht das eigentlich? Das ja, da vorne sitzt ein. ja, das sind natürlich die Kollegen der Dramaturgie, die Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit. Das sind aber auch die einzelnen Schauspieler, Musiker, Techniker, die in der Stadt unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Und das gerade in so einer Stadt eben auch... Identitätsstiftende über das Theater oder die große Kulturinstitution, das sind Menschen, die leben in der Stadt und die bilden einen Teil der städtischen Gesellschaft. Die bringen ihre Kinder in die Kita, die sind im Kirchenchor, die sind in der Elternratsvertretung, die sind in Fördervereinen von Museen. Das ist auch ein Stück der Bürgergesellschaft, sage ich mal, und auch ein Teil der kritischen Gesellschaft. Und deshalb ist das gerade in solchen kleinen Städten und an solchen Standorten so wertvoll, dass es diese Institutionen eben auch als kritische Öffentlichkeit und als
Kunstproduktionsstätten und all die vielfältigen Aufgaben, die so ein Theater ja an so einem Ort wahrnimmt, dass es das da auch weiter gibt. Und da sind wir dann beim Grund, warum sich das dafür zu kämpfen lohnt. Ja. Eben, Dankeschön. Und ein Bogen zu gestern, so haben wir nämlich gestern angefangen, war die Mundpropaganda. Ja? Wir unterhielten uns auch vorher drüber. Das heißt also eigentlich, dass das alleranalogste Mittel aller Werbung, Solidarisierung und so weiter tatsächlich das Hineinwirken in die Kreise, das drüber sprechen, das unmittelbare Ansprechen ist. Und ich glaube, da zielt auch ein bisschen hin, was, was Sie sagten. In dem Sinne, ja, möchte ich mich, bevor ich mich bei unseren Gästen bedanke, ja, kurz darauf hinweisen, wie es weitergeht. Es ist jetzt kurz vor zwei. Das heißt, es gibt jetzt gleich was zu essen für alle dort unten. Und ich würde sagen, dieses bisschen Überziehung, die wir jetzt mitgenommen haben, die nehmen wir auch ins nächste Panel rüber. Das heißt, wir fangen um 14:45 hier wieder an. Natürlich läuft das Spiel mit Friedrich Kirschner. Ja, das heißt, herzlichen Dank, Christian Diaz. Herzlichen Dank, Linnea Riensberg. Herzlichen Dank, André Bücker, fürs Hiersein. Ja, und Ihnen fürs Zuhören. Merci.